Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück hier im Bunker bei 7 Days to Die. Hier draußen läuft gerade irgendwie so eine Wanderhorde direkt an mir vorbei, wo wir genau das Problem gerade haben, was ich letzte Folge angedeutet habe. Falls wir hier bauen sollten, dürfen halt hier nicht ins Loch fallen. Jetzt müssen wir zusehen, hier alles möglichst leise zu clearen, damit die da draußen uns nicht unbedingt hören. Flugpilze, sehr interessant. Ist hier sonst keiner? Kann ich mir bald gar nicht vorstellen. Auf jeden Fall sehr viel Pilze, sehr viel Potassium, sehr, sehr cool. Na, nimmst du die auch mit? Dankeschön. Meine Güte, die haben ja aber auch eine Hitbox. Eieieiei, Freunde. Es geht dann auch runter. Ist aber nichts mehr, ne? Doch da. Ma'am? Entschuldigen Sie? Entschuldigen Sie? Dürfte ich mal stören? Hier geht's ab. Cool. Ja, das kenne ich jetzt so auch noch nicht. Auf jeden Fall haben wir hier einen Mixer. Da gerade was bewegt. Entschuldigung. Könnten wir uns darauf einigen, dass wir das unterlassen? Ist da ein Topf drin? Ja, dann gucken wir mal, was uns hier das Glück so bringt. Und wir finden einen Ofen. Mit zwei leeren Gläsern. Sehr gut. Klack. Ja, so Stalagmiten, die einfach mal so aus Stühlen wachsen. Wer kennt sie nicht? Die Stultiten. Stalagmiten. Stuhlmieten. Ihr kennt sie. Wer kennt sie nicht? Banan. Oh wow. Das ist ja mega. Ja, ist das... Klar, sowas hängt immer an den Small Stone. Hier, pass auf, der auch. Das, ja, ich weiß, das arme Potassium, aber... Sorry, Freunde. Also, ist doch lächerlich. Gucken wir hier mal rein. Hoffe mal, das kommt von draußen. Ende, okay. Wie gesagt, jede Menge Potassium lohnt sich, aber nicht jetzt. Die Pilze brauche ich jetzt nicht. Hinten ist Licht. Würde jetzt ganz gerne nochmal hingucken. Nicht, dass ich was verpasse hier. Moorstone brauche ich nicht. Die sehen gerade aus wie Dingens, wie kleine Rucksäcke. Der auch, ja. Ich habe irgendwie Sorge, dass hier gleich irgendwie ein Zombie vor mir steht. Ja, cool. Hätten wir auch einen leichteren Weg reingefunden. Ja, die Horde hat sich scheinbar an mir vorbeigewühlt. Finde ich aber auch ganz gut. Denn das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Wir gucken jetzt noch mal kurz da drüben hin. Würde ich jetzt einfach mal behaupten, mit unserem Hinkefuß.
Und ja, das gefällt mir doch nicht ganz so gut, wie ich dachte, dass es mir gefallen könnte, denn dieser Bunker darunter ist halt offen und ich müsste das Loch zumachen und das ist alles unpraktisch hier. Jetzt suchen wir weiter. Wir müssen uns einfach mal ein bisschen Gegend angucken hier. Das wäre mit dem Minibike wesentlich einfacher, aber irgendwann brauchen wir ja auch mal einen gescheiten Bauplatz und der dann halt auch irgendwo. War hier nicht eben noch ein Weg? Gut, dann halt nicht. Nebenbei noch mal ein bisschen Tee hier so einsammeln. Ja, Fräulein schon wieder am Hecheln. Schauen wir mal. Was gibt die Karte so her? Ja, einfach mal umgucken. Ja, nee, jetzt nicht, danke. Ich hab schon. Das kann wer anders erledigen. Da ist eine Straße. Das sieht doch gut aus. Ich würde sagen, wir gucken mal darüber, ob die Straße da weitergeht und ob da was Interessantes ist. Ja, nice. Freunde, wir haben eine Straße, wir haben grünes Biom. Brauchen wir nur noch eine halbwegs ebene Fläche und könnten hier. Oh. Es fällt stetig nach links ab, aber gibt ja Schlimmeres, ne? Ja, kannst du jetzt mal bitte aufhören, meine Güte. Wie die einen ins Ohr hechelt, ne? So unhöflich einfach. Unglaublich. Kurz gucken hier, dass wir mich so ein bisschen ausleuchten. Klapper, klapper. So, es sieht, glaube ich, ein bisschen besser aus. Ganz glücklich bin ich noch nicht. Ich brauche halt noch mal ein Lämpchen. Ja, ich würde jetzt einfach mal die Straße hier weiter runter gehen. Vielleicht kommen wir durch die Straße ja sogar in die Stadt rein. Aber das sieht doch ganz gut aus hier. Das gefällt mir. Find ich gut. Aha, da. Stadt, ist das unsere Stadt? Die geht nochmal einen Weg rüber. Was ist da hinten? Hat was im Berg gesehen. Ist das unser Händler? Das könnte eine Fabrik sein. Oh, Leute, nicht euer Ernst. Ist wieder vorbei. Das war's wieder mit unserem Glück. Ja, das ist aber unsere Stadt. Das ist aber unsere Stadt und das wird dann auch unser Händler sein. Da oben. Ja. Kann ich so weit gucken? Naja, dann folgen wir jetzt mal den Weg. Wir machen uns einfach wieder auf den Weg Richtung Heimat. Dann können wir da noch mal ein bisschen durch die Gegend looten. Vielleicht endlich mal diesen blöden Knüppel bauen, den ich schon seit etlichen Jahrhunderten haben möchte. Entschuldigung, hast du einen Helm für mich? Hast du? Steck doch den Kopf nicht gleich in Sand. Das tut doch nie Not. Hast du einen Helm? Nein? Schade. Ach, das Haus am See. Warum auch nicht? Oh, ein schönes Bild bestimmt. Schauen wir mal kurz runter zum Wasser. Ist noch zu weit weg. Möchte den Nebel da weg haben.
Dann hinter. Jawohl. Lass mich bloß in Ruhe. Lass mich bloß in Ruhe, habe ich gesagt. Zack, das Haus am See. Und dann gehen wir jetzt genau in die andere Richtung. Ich weiß nicht, wie weit die Aggro-Range von so einem... wo habe ich denn jetzt die FPS-Dinger da angemacht? Oh oh. Lass mich in Ruhe. Blöd. So. Tatsächlich, hier oben ist auch noch ein Händler. Ich wollte gerade fragen, lässt du uns in Ruhe? Ja, den kennen wir noch gar nicht. Ja, denn. Na denn? Aber auch der ist hier wieder grandios hier reingestanzt in die Landschaft. Als wenn der schon immer dort gewesen wäre. Nix passiert. So, bitte. Eingang. Ich wette, ich laufe wieder genau einmal komplett falsch rum. Ja, natürlich. Dann... Hä? Ist er doch vorne? Da war ich doch. Bin ich jetzt... Ah nee, ich war da. Oh. So, lassen wir die Viecher mal draußen. Dann gucken wir mal rein hier. Schönen guten Tag. Hast du was zu verschinken? How about I empty your pockets? So sieht's aus. Zu schenken haben wir hier nichts. Wirklich Wichtiges haben wir auch nicht. Sieht's aus mit Waffen? Machete, nee. Oh, ein 497er Kotzbow. 519er mach. Ich weiß ja nicht, wie viel Damage die so macht, aber... Das klingt irgendwie attraktiv. Muss ich zugeben? Ah, dieser fast 500er Crossbow ist auch schon nice. Und generell mal durchgucken hier. Was hat er denn so? Gloves auch ganz cool. Das juckt mich alles nicht. Das kann ich auch. Hier so eine 419er Pistole. Und kostet dann auch gleich mal 8000 Öcken, ne? Ah. Das ist schon. Vor allem für 1000, ne? Das ist ja eigentlich nichts. Alright, now that we're done doing business, also. Get out of my store. Na gut. Chill mal. Rockabilly. Der funktioniert. Ah, sehr gut. Dann sollten wir uns aber auch sputen. Dann ist nämlich bald schon Nacht. Blaubeeri, meine ich. Blaubeeri vor allen Dingen. Ja, nee. Wir gehen jetzt erstmal Richtung Heimat. Können wir straight ahead wahrscheinlich durchlatschen.
Könnten wir vielleicht bis 22 Uhr schaffen. Da geht's lang. Schön nebelig gerade. Perfekt. Cool, neuen Händler gefunden. Gefällt mir. Gefällt mir. Zwei Händler heißt doppeltes Angebot, heißt doppeltes Glück, irgendeinen tollen Kram zu kriegen. Wieso steht hier so ein toter Baum? Zwei. Warum? Ist doch... Das macht doch gar keinen Sinn. Sind doch hier irgendwie so in so einem Grasland Steppengelumpe. Entweder gar kein Baum oder halt grüne Bäume. Das verstehe ich nicht. So, wenn wir wieder daheim sind, dann müssen wir Sachen machen. Morgen ist Tag 13. Oh nee, lass mich in Ruhe. Aua. Ich schnapp dir den Zombie. Das langt. Ey, eine Stunde. Schaffe ich das bis nach Hause? Aua. Können noch was trinken, das ist gut. Hier sieht man jetzt mal diese Kante richtig gut, ne? Also. Random Gen. Ach ja. Ich sag jetzt nichts, aber ihr wisst, was ich meine. Das wird echt so ein Rennen gegen die Zeit hier, ne? Ja gut, hier hinten an der Stadt ist auch noch relativ flach alles. Ist halt ein anderes Biom und ich bin direkt an der Stadt dran. Ich weiß nicht, ob das so optimal ist. Aber, oh, Digga, beeil dich. Komm schon. Lauf, 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 lauf. Ich weiß halt nicht, ob das so cool ist, wenn ich direkt an der Stadt dran baue. Also, weiß nicht, habt ihr da schon Erfahrung? Es wäre mir schon sehr lieb, wenn da irgendjemand noch was weiß und mir noch Tipps geben kann. Bevor ich jetzt hier einfach den Mega-Fail mache. Aber hier ist zumindest relativ flach alles. Ich habe, was ich brauche. Hab, glaube ich, einen Loot-Respawn angemacht. Heißt, ich kann hier irgendwann nochmal durchgehen. Beziehungsweise ich könnte generell mal durchgehen und alles looten. Ich habe ja immer noch nicht alles gelootet hier. Und dann, ja, wie gesagt, ich habe halt alles hier. Der Umzug wäre nicht so anstrengend. Ich wohne halt hier. So, boah. Das war Punktlandung, würde ich mal behaupten. Gucken wir mal an hier, die Scrap Gloves. Die können wir nämlich noch gar nicht. Reach. Können wir uns auch mal was von machen. Aber wir holen uns noch mal ein bisschen Holz. Haben wir nicht. Wir haben noch 12 Holz. Können wir uns jetzt so ein Klapp machen? Barbed Spiked Klapp wäre nice, aber den dürfen wir noch nicht. Iron Reinforced, da brauche ich 100 Scrap Iron. Dann bauen wir mal, was da draus wird. Oder ist dieser Barb Club besser? Wir brauchen Forged Iron, ne? Had a chance to bleeding. Reinforced. Weiß ich nicht. Na gut, der wird bestimmt besser sein hier. Level 200, der macht Entity Damage von 12. Bogen macht 24, das ist ja ein Witz. Was ist denn das? Boah, das braucht 16 Eisen, ne? Ich habe alles Eisen, was ich habe, in der Hand. Ja. Gefällt mir nicht so. Naja, dann müssen wir erstmal damit auskommen. Sollte auch funktionieren. Eisen. Dann sortieren wir jetzt nochmal ein bisschen aus hier.
Sowas haben wir, glaube ich, mal geschreppt. Das ist da oben. Ein paar Steine haben wir mit. Blackstone 380, schon mal eine gute Grundlage. Dann haben wir ein paar Tierhäute. Wir haben. Haben wir noch irgendwas hierfür? Und die zwei Holz können wir da auch reinschmeißen. Dazu. Hierfür haben wir nur die Federn, wo wir auch mal uns drum kümmern müssten, wieder ein paar Pfeile zu machen. Hier haben wir dies und das und das. Davon habe ich noch was. Oh, wir haben ja schon voll viel Fleisch. Pilze haben wir auch schon. Ein paar Eier, auch gut. Achso, hier die 9mm Munition. Zack. Knochen waren auch hier unten drin, ne? Antibiotika haben wir jetzt auch schon drei. Nicht schlecht. Hier könnten wir auch schon mal anfangen, hier so ein bisschen. Use. Können wir schon mal ein bisschen auf Vorrat produzieren. Warum auch nicht? Problem ist, ich glaube, mehr als ein oder zweimal darfst du das auch nicht nutzen, sonst verlierst du Wellness oder so. So. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, irgendwie sowas mal gelesen zu haben. Stoff haben wir ja auch schon einiges. Mensch. Oh, das können wir eigentlich so machen, denn ich glaube, Tierhäute brauchen wir eh nicht so viele. Na, zack, so rum. Wo hatten wir unser Werkzeug? Packen wir das dahin. Leere Gläser packen wir da oben. Da oben rein. Ach, das sind Snowberries. Dann machen wir hier die Blueberries hin, ist mir egal. Luca ist auch voll. Da machen wir das Seeds von, ne? Kenne ich nichts. Zack. Dann habe ich Hunger. Da noch was drinnen? Nein. Können wir denn schon mal anfangen hier mit Stu? Wir haben das, wir haben das. Wir haben Wasser. Und Fleisch. Kann ich doch bestimmt schon mal ein Stu anschmeißen, oder? Cool. Zack, dann machen wir noch ein paar Woodframes. Ach komm, dann machen wir gleich alles, dann ist es wieder weg. 6 Stück? Hapert an Mais. Mais hatten wir aber hier schon ein paar Samen, genau. Ja, dann können wir da ruhig alles rein kathetschen. Auch 16 Minuten. 16. Alter Schwede. Das sind 7 Woodframes. Alter Schwede. Das braucht ja ewig. Naja, Freunde, dann haben wir hier auch mal wieder schön überzogen. Ich hoffe auf eure Kommentare, denn ich nehme heute auch erst wieder auf. Wahrscheinlich nach dieser Folge, nachdem diese rauskommt. Schreibt mir ruhig ein paar Kommentare. Bitte, bitte, bitte. Was so Bauplätze angeht, ob ihr mir da irgendwas empfehlen könnt, ob wir jetzt, sage ich mal, hier, wo wir eben rein sind. Wo sind wir überhaupt rein? Hier war der Händler, hier. Da so. Das hier wäre jetzt nochmal so ein Bauplatz, wo ich gesagt hätte, okay, hier können wir. Oder hier oben vielleicht auch, dann könnte man hier dann nochmal mit dem Bike abhauen. Aber so in Stadtnähe, wo es flach ist. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr zum nächsten Mal wieder einschaltet zu 7 Days to Die. Ciao!